Willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator. Wir hören genau da auf. Nee, wir fangen genau da an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Nämlich bei Johnson's Farmers Market mit dem Salat. So, das sind einmal 50.000. Wir sind jetzt bei 4,4 Millionen. Ach, verdammt nochmal. Ich muss unbedingt den Knopf für den Gangwechsel woanders hinlegen. So. Das war Brot. Ah, geht das schön schnell. Erdbeeren sind schon weg, wa? Ja. Jetzt fehlt doch Salat. Eine Ladung Salat haben wir noch im Zusatzlager. So. Was muss jetzt gemacht werden? Ihr wollt die Tiere auffüllen. Haben wir in der letzten Folge gesagt. Du bist fast voll und die hier unten sind voll. Oh, du brauchst noch Stroh. Ihr braucht Getreide. Da mache ich jetzt Getreide. Achso, ich habe den Dings gar nicht. Pass auf. Du fährst mal Stroh holen für die Kühe. Dazu musst du zur Werkstatt Abholung und musst 240 Quaderballen machen. So. Genau. Genau. Und ich kümmere mich mal um das Wasser. Einnahmen Ernte? Bisschen wenig. Wir hatten wieder gerade 210 Einnahmen Ernte verpasst. Du warst das. Das bringt mir nur 200 ein? Die Gülle? Was ist das für eine Gülle? Wo ist denn die Gülle? Hä? Bin ich blind? Da, Gülle. Januar. Na gut, 64, ja. Na gut. Du fährst zum Zusatzlager. Ihr steht dumm rum. Und du holst 6 Ballen. So. Genau. Und damit fährst du mal bitte zu Kuhstall 1. Genau. Du machst weiterhin Gülle. Haben wir davon noch genug? Ja klar, guck mal, hier haben wir 240.000. Und hier drüben? Null. Oh, da können wir den umstellen. Du holst jetzt nicht mehr abwechselnd, sondern du holst nur noch vom Kuhstall. Hey, 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 hey. Du brauchst erst neu starten. Achso, der ist ja voll. Okay. Ach, deshalb hat er bloß 200 an Geld gebracht, weil der den letzten Rest aus dem Schweinestall rausgezogen hat. Alles klar. Und da kommt mein Truck. Ihr geht mal hier zur Seite. Weg hier.
zack. Was hat er den Kühen gebracht? Ja, da können sie nochmal eine Runde. Na ja, gut, dann bin ich wieder meine 4,5 Millionen los. Ach, war zu schön. So. Müsste nicht irgendwo der lange Truck noch sein? Wo war denn der? Der ist doch von Johnsons gefahren, oder? Ach so, den habe ich zum Hauptlager gefahren. Ja. Stimmt. Du wolltest hier Salat aufladen. Ja, eine volle Dröhnung Salat. Was ist los? Warum 14 Paletten? So, 16 Paletten. Und du fährst wieder zu Johnsons. Und da fehlt schon wieder eine Kiste, guck mal. Ah, der kann sich nicht entscheiden, welche Kiste fehlt. Schrödinger Salatkiste, mal ist sie da, mal ist sie weg. Gut. Und im Eiltempo zum Kuhstall. Wo war der Kuhstall? Hä? Da. Kuhstall 1 Futter. Okay. Vorsicht, bremsen, bremsen, brem. Den hast du nicht gesehen, oder? Ja, nimm mal die Brille ab, mein Freund. Kommt dir so cool vor mit deiner Brille und siehst nichts. Hier. Zack. Alles klar. Geht ein bisschen schnell, wa? Nee, der ist voll. Okay. So. Und ich werde jetzt ein paar Kühe rüberbringen. Bis es bei Johnsons weitergeht. So.
So, mal gucken, was wir hier haben. Reproduktion 0%. 20, 30. Mal sehen, ob ich ein paar 90er finde. Hier, 90er. Die nehme ich. So. Mist. Na komm. 50. Halt. Da lang. Ernsthaft? Na gut. Dann fährst du noch mal eine Runde. Hauptlager. Hier, Palettenlager. Gut. Ich muss jetzt mal gucken, wo mein Truck ist. Da. Gut, dann bringe ich mal schnell 14 Kühe rüber, also 7 so und 7 kommen dann im nächsten Monat. Und dann können sich ja hier auch wieder die Kühe vermehren. So, wo ist denn hier der Trigger? Ach, da muss ich reinfahren. Hier, Tiermenü. Alles klar. Auswählen, in den Stall ausladen. Ja. Jetzt sind hier schon 200 Kühe drin. Ein Fünftel. Ach du Scheibenkleister. Überlegt mal, wie viel Futter ich brauche. Ich brauche eine Fünffache an Futter. Holla, die Waldfee. Das wird noch sportlich. Ja, da werde ich jetzt zusehen, dass ich möglichst viel Getreide mache, am besten noch ein großes Feld kaufe und den Riesenvorrat an Stroh anlege. Und zwar richtig Vorrat an Stroh. Weil es kann, überleg mal, wenn ich 4000 Kühe zukaufen muss, dann kann ich mir mit 10 Millionen abschminken. So. 0%. Mal sehen, ob wir hier noch 90er. Hier, 90. Auswählen. Okay. Ich komme gleich zu dir. Du fährst doch mal mit Salat. Okay, so. Wenn ich bei den 5 Millionen bin, müsste ich ja meine Produktion einstellen von Direktverkäufen, also Gewächshäuser und so. Würde vor allem den Salat betreffen. Wenn ich mir dann aber ein Feld kaufe und wieder unter die 5 Millionen komme, könnt ihr doch noch eine Saison weiterlaufen, wa? Frage für einen Freund. So. Gut. Mal gucken, ob ich noch einen dritten Satz Kühe finde. Vorher belade ich den anderen und fahre den wieder zu Johnsons rüber. Denn ich möchte möglichst jetzt langsam fertig werden. So. Salat. Genau. Ey!
So. Und ich gehe noch mal nach den Kühen gucken. Halt, Quatsch! Noch mal ein Tausender. So. Fangen wir mal unten an. 50%, 90%, da sind sie. 36 Monate. Reicht. Jetzt sind hier noch 469 von 90. Gut. Ah, der Kühe geht's gut. Alles klar. Auswählen. Danke. So. Ah, der braucht noch eine Weile. Gut. Hier sind jetzt drinne 217 Tiere. Warte mal. Ich muss jetzt mal was gucken. Theoretisch sind ja, kommen ja die beiden Felder in Frage. Was ist denn da drauf? Gar nichts. Was würde mich denn die 71 kosten? Das wären 614.000. 10 Hektar plus 6. Das wären 16 Hektar. Für knapp 1 Million. Hier 614 und hier 390. Das sind 11 Hektar. Weil wenn ich die beiden zusammenlege, zu einem großen Feld, ich meine, die Straße hier kann ich, ach so, ist der Fluss, kann ich nicht machen, das wäre ein Gigafeld. Haha. Den Fluss zuschütten und dann hier einmal so ein Gigafeld. Ah, da brauche ich wieder 3 Wochen. Ja gut, die brauche ich so auch. Ich denke, ja, mache ich das 1 Million ausgeben für die beiden Felder und dann hier und hier Getreide raufschmeißen. Was ist denn da jetzt drauf? Nichts. Gut. Also ich hätte noch bis zum Frühling Zeit, mich zu entscheiden. 4,496 Millionen. Das heißt, wir sind da. 4,5. Millionen, das Ziel haben wir schon mal erreicht. Na gut, da ging aber 1 Million weg, wenn ich jetzt wirklich meinen Felder kaufe. Ey! So. Gut. Aber ich werde da Strom brauchen, weil ihr seht ja, ich kaufe ja nur noch zu. Dann werden die 3 Futterfabriken wahrscheinlich gar nicht reichen.
1000 fette Kühe. Oder ich mache das Feld hier, den Kuhstall hier vorne zu und mache nur die 1000 Kühe da hinten. Naja, das sind 400 Kühe hier. Haben oder nicht haben. Aber ich denke mal, wenn ich den Kuhstall hier los bin, macht sich das Handling einfacher, weil ich habe nicht mehr den Zirkus mit dem Wasser. Hä? Frage. Ich habe doch noch dieses Feld hier übrig. Ich könnte hier einen zweiten Kuhstall draufbauen. Und wenn ich den umdrehe, sogar noch einen dritten. 3000 Kühe. So, aber ich würde sagen, nein. Zumindest erstmal. So. Ah, warte mal, das ist doch schon ein 90er. Genau. Truck ist angekommen bei Palettenlager. Warte mal. Dann machen wir den mal schnell wieder mit Salat voll. Haben wir noch Salat? 8000. Dann kannst du den Anhänger hier lassen. So. Salat. Da. Ernsthaft? Dann mache ich eben nur 16 Paletten. So. Dann bleibt eine Palette übrig für nächstes Mal. So. Und den fährst du jetzt nach Johnsons. Genau. Und ich bringe die Kühe rüber. Ja, da sind wir heute bis 4,5 Millionen gekommen. Ich werde keinen zweiten Kuhstall bauen können, weil ich habe jetzt schon einen Bammel, wo ich das ganze Stroh herkriegen soll. Silage ist kein Problem. Meine Grasproduktion, die läuft wunderbar. So. Auswählen, in den Stall ausladen. Jawohl. So. Genau. 224 von 1000. Das wird so nichts. Na gut, ich bin gespannt. Ich denke, ich werde das große Feld kaufen, werde ein Gigafeld anlegen und nur Stroh ernten. Und was ich mit dem Getreide mache? Ja, Brot. Brot, Brot, Brot. Noch drei Bäckereien dazu. Und bis dahin würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut. Genießt den Tag. Und vor allem, see you later.